Hallo Leute, ich habe für meine Hühner hier Keimsprossen. Die kriegen sie jetzt im Winter immer wieder mal, weil Keimsprossen ein wirklich tolles, hochwertiges Hühnerfutter abgeben, das eigentlich leicht gemacht ist, denn im Prinzip ist es hier in dem Fall jetzt einfach vorgekeimter Weizen. Und da Hühner Weizen ja sowieso fressen dürfen, stellt sich eigentlich bei den Hühnern auch gar nicht die Frage, darf man Hühnern Weizenkeimlinge oder Keimsprossen füttern. Trotzdem ist mir aufgefallen, dass viele immer danach fragen eben, ob man Keimsprossen verfüttern darf. Und darum habe ich mir gedacht, ich mache einfach mal dieses kurze Infovideo. Ich zeige euch jetzt gleich auch, wie man die Keimsprossen am einfachsten machen kann. Da gibt es nämlich eigene Gefäße dafür, eigene Wannen. Man kann aber da ruhig auch kreativ sein und selber was basteln. Ich würde sagen, ist auch ein bisschen je nachdem, welche Mengen man braucht. Wir haben hier auf dem Grundstück ja sehr viele Hühner. Das ist ja nur meine bunte YouTube-Happy-Hühner-Truppe. Aber es gibt dann auch noch die Yokohamas. Das sind ziemlich viele Hühner. Und dann noch die Zuchtgruppe von den Bayerischen Landzwergen. Und die Serama-Hühner. Und alle kriegen jetzt, wo so viel Schnee liegt, Keimsprossen. Weil sie halt im Auslauf einfach selber sich kein Grünfutter oder Zusatzfutter holen können. Gerade so Rassen, die sehr gut legen, wie hier jetzt meine Schwarzkupfer-Marans-Henne, die Mara, oder die gestreifte Amrock-Henne, die Amelie, die brauchen einfach immer eine gute Versorgung mit Nährstoffen, Vitaminen, aber auch Kalzium, Mineralien. Und das Keimfutter rundet den Menüplan da echt prima ab. Also, wie funktioniert das dann jetzt für die Hühner in der Praxis, wenn man Keimsprossen machen möchte? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt viele fertige Lösungen, fertige Boxen zur Keimsprossenproduktion. Und meistens sind die für den menschlichen Verzehr gedacht und darum jetzt eher von der Menge her ja zu klein oder zu wenig, wenn man viele Hühner hat, so wie wir hier. Und ja, da ist dann der Bedarf an Keimsprossen schon etwas höher. Ich habe hier jetzt mal was vorbereitet und zwar ist das eine Schüssel mit Dinkel. Es gehen aber verschiedene Getreidearten an sich, zum Beispiel geht auch normaler Weizen, Roggen geht auch, es geht sogar mit Hirse. Was zum Beispiel nicht so gut geht, ist jetzt Mais, weil der einfach zu große, harte Körner hat. Und da geht das mit der Aufquellung am Anfang schon mal nicht so schnell. Das Aufquellen ist jetzt für den Anfang auch schon mal das Wichtigste. Dieser Dinkel, der muss jetzt mal 12 Stunden lang quellen. Und dafür kommt er jetzt noch nicht auf diesen Gitterrost, wo er dann später hingelangt, sondern da bleibt er jetzt mal in dieser Schüssel. Und ich muss Wasser dazugeben und dann ist es ganz wichtig, die richtige Raumtemperatur zu beachten. Ja, also so 18 Grad gilt immer als ideale Temperatur. Wenn es wärmer ist, ist die Keimbelastung der Keimlinge sehr hoch oder eben die Verpilzung wird eben schneller eintreffen. Wenn es kühler ist, dann dauert es länger. Also so um die 18 Grad wäre super und es wäre auch gut, wenn ihr an dem Tag, wo ihr das vorquellen lässt, wenn ihr da wirklich zu Hause seid, denn ihr solltet schon 2 oder 3 Mal das Wasser auch wechseln, damit es sauber bleibt, weil es eben sehr schnell schlecht wird, verdirbt. Und das will man ja nicht, denn es würde dann für die Kröpfe der Hühner sehr schlecht sein. Also, da kommt jetzt mal Wasser rein. Und zwar ordentlich, weil die Körner werden auch größer, wenn die sich mit Wasser vollsaugen. Ich mache jetzt nicht alles rein, aber das kann ruhig so ein bisschen schwimmen. So, also da ich ja jetzt keinen Zeitsprung von 12 Stunden machen kann für dieses Video, dafür habe ich vorab schon gekeimtes Getreide gefilmt für euch, zeige ich euch das jetzt einfach mal. Also angenommen, diese Körner werden jetzt 12 Stunden lang schon aufgequollen, ja, einfach dann hier verteilen auf dem Rost. Es ist nicht so tragisch, also das muss nicht ganz gleichmäßig sein, denn wir backen hier ja keine Uhrwerke oder sowas ähnliches. Wird hier schön verteilt. Kommt dann auch in einen Raum, wo es nicht zu warm ist. Am besten auch ein bisschen natürliches Sonnenlicht. Ich habe jetzt eh von der Menge her fast ein bisschen wenig, also da würde noch mehr raufgehen. Und dann dauert es wieder so 2-3 Tage, bis das ordentlich gekeimt ist, bis dann halt wirklich schon Würzelchen rauskommen und das erste Keimblatt. Und auf jeden Fall ist es dann eben so, nach den 2-3 Tagen ist das eigentlich echt schon ein super tolles Futter für die Hühner. Ich habe euch ja in meinem Video zu den Mehlwürmern auch schon gezeigt, dass ich die Keimsprossen teilweise noch
mit salzlosem Reis mische und eben mit Mehlwürmern. Und dann ist es so ein Trio, das absolut stark ist für schneereiche Winter, wo die Hühner selber nichts finden. Da haben sie dann Vitamine, Mineralstoffe, Fett, Proteine, Spurenelemente. Also das ist wirklich klasse. Zum Thema Keimsprossen habe ich ja jetzt auf YouTube noch nie was gemacht, allerdings schon in den Happy Huhn Kalenderbüchern, wo ich gerade am 3. schon arbeite für den Jahrgang 2022. Und da sind ja auch immer Futterrezepte drin von Tierpflegerin Verena. Und die hatte eigentlich in den letzten beiden Ausgaben, auch in der aktuellen 2021er, immer auch mindestens ein Rezept dabei, wo Keimsprossen Teil davon sind. Also die Kalender können euch da auch weiterhelfen. Auch nächste Woche wird es wieder kürzere Beiträge von mir geben und da wird sich auch wieder teilweise um Fütterungstipps drehen und da kommen dann auch diese Rattenfallen aus Holz zum Einsatz. Das klingt jetzt erst einmal ein bisschen ja fragwürdig, wieso brauche ich für die Hühnerhaltung Rattenfallen? Aber diese Rattenfallen können ganz ohne, dass man deswegen Ungeziefer oder Nagetiere töten muss, sehr hilfreich sein für Hühnerhalter. Und warum, das zeige ich euch dann eben in einem kommenden Video. Bleibt also dran auf meinem Kanal. Ich schaue, dass das ein richtig abwechslungsreicher und informativer Winter für euch wird.